Zugrunde liegt der ganzen Planung die Überlegung, das Thema Wasser als identitätsstiftende Klammer für Wiesbaden neu zu entdecken. Das war die Grundlage der Überlegungen, die vor 2 Jahren angestellt worden sind und die uns bis heute zum Beginn des Jahres Wassers geführt haben. Unser Plan ist, dass neben der Darstellung der natürlichen Rahmenbedingungen und der Geschichte insbesondere eine Auseinandersetzung mit den Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft stattfindet. Das Jahr des Wassers soll eine Aufforderung an die Stadtgesellschaft sein, sich diesen Aufgaben zu stellen. Und Beton und Stahl sind sozusagen die Materialien, mit denen ich sozusagen immer wieder kreativ tätig bin. Und Sie finden sie hier in einer ganz besonderen Form. Dieser blaue Beton ist sozusagen ein Experimentalbeton, den gibt es in keinem Rezeptbuch. Das ist tatsächlich durchgefärbter blauer Beton von der Firma Brömer mit viel Arbeit gegossen. Sie werden es kaum ahnen, hier sind 140 Kilo Farbe in dem Beton drin. Ich schätze mich glücklich, mit so tollen Handwerkern, so kreativen Handwerkern auch zusammengearbeitet zu haben, die viele, viele kleine Probleme, die es ja natürlich immer bei sowas gibt, bei so einer Entwicklung gibt, mitgelöst haben. Also ich bin ganz stolz auf euch. Dankeschön. Ich hoffe und wünsche mir und uns allen, dass dieses Jahr dazu beiträgt, dass wir wirklich das zu unserem Thema, zum Thema dieser Stadt machen. Denn Wasser ist das eins der großen zentralen Zukunftsthemen. Und ich glaube, kaum eine andere Stadt wie Wiesbaden ist so prädestiniert, das eigentlich als Zukunftsthema zu ihrer, seiner Identität zu machen. Das große Trommel Fanal, was wir zu Anfang gehört haben, das sollten wir wirklich als Aufruf nehmen. Was bedeutet Wasser für uns in dieser Stadt? Und ich würde vorschlagen, Herr Oberbürgermeister, dass wir diesen Speer so lange hier in der Erde stecken lassen, bis wir wirklich Wasser als Identität dieser Stadt begriffen haben und tun. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus